Willkommen zurück. So, Weihnachten ist vorbei, Gott sei Dank. So, was haben wir denn gerade gemacht? Ich glaube, wir waren gerade bei der Küche. Ich glaube, wir waren gerade bei der Küche. So, kein Besuch? Okay. Die Nachbarn wieder, gell? Es ruckelt ein bisschen, aber irgendwie sieht es komisch aus. Wir haben hier noch irgendwas gebraucht. Freshwater und Salz. Freshwater und Salz. Irgendeine Pfanne oder sowas haben wir noch gebraucht. Schauen wir doch mal. Wir wollten ja die Deluxe machen, glaube ich. Genau. Letuce brauche ich noch. Und Tomato. Tomato habe ich. Letuce brauche ich noch. Das, ja, weiß ich nicht, wo ich die herkriege. Letuce. Muss ich mal schauen. Da machen wir Cheeseburger. Da brauchen wir Käse. Da brauchen wir Sojamilch. Die haben wir. Wir haben den Pott. Und noch irgendwas war's. Salz, Ding, das und das. Was haben wir denn noch? Das Skillet brauche ich, glaube ich, noch. Ich glaube, die Pfanne brauche ich noch. Weil das war ja eine. Das ist das Skillet und das ist der Pot. Irgendwas fehlt noch. Ah, die Backform, glaube ich. Habe ich die da? Die habe ich da, genau. Käse habe ich, Burger habe ich. Ja, eigentlich brauchen wir nur noch. Oder war das sind die Billigburger, glaube ich, gewesen? Schauen wir doch mal. Toast. Bread. Butter brauchen wir noch. Genau, da brauchen wir die Saucepan. Und für die Saucepan braucht man Sticky und ein Brick. Das war's, was noch gefehlt hat. Genau. Das und das und das und das. Butter. Die da brauchen wir. Hüp. Tada! So. Jetzt sagt, können wir was machen. Rezept, ja, Rezept. Das ist immer Butter. Silken und Salz. Also brauchen wir Silken. Das war Firm, das war Silken, glaube ich. War das Silken? Das war Firm. Ja, Firm ist falsch. Silkenpower. Dann das da. Und das da. Oh Gott, ich brauche sehr viel mehr Sojabohnen. Und Salz brauchen wir noch. Oh, das wird lustig. So, Butter. Das ging schnell. Ich kann mal gerne ein bisschen Käse machen. Da brauche ich den Pott erst wieder. Den da. Ja, ein leeres Inventar ist natürlich ein Träumchen, gell? Und die brauche ich auch gleich. So, Cheese. Jetzt brauchen wir noch den Käse und das Ding und natürlich auch das da. Okay. Und Fleisch bräuchten wir auch sehr viel mehr. So, Theorie. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Weil ich kann ja auch Ground Beef nehmen. Für Ground Beef muss ich das nur in den Dings schmeißen. Das ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Die Frage ist natürlich, der backt das dann gleich. Das ist. Schauen wir mal, ob er das überhaupt nimmt. Ja. Ja, das ist nicht gleich backt. Ah, so gut aus. Sehr gut. Sehr gut. So mag ich das. Wir brauchen sehr viel mehr Kühe. Sehr, sehr viel mehr Kühe. So, dabei kann ich die schon mal. Achso, die kann ich da gar nicht. Kann ich die? Nee, auch nicht.
Also brauche ich doch noch einen regulären Ofenkreislauf, okay. Gut zu wissen. So. Dann gehen wir wieder runter. Brrr. So, dann brauchen wir Toast. Ein bisschen was. Dann brauchen wir Cheeseburger. Der Hamburger. Und dann können wir Cheeseburger machen. Jawoll! 32 Stück. So, ich glaube, Butter fehlt. So, Toast. 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 Was ist denn jetzt hier mit dem Toast? Das brauche ich eigentlich gar nicht, die Brotscheiben. Die könnte ich eigentlich mal so essen irgendwie. Oder halt die billigen davon machen. Käse. Soja. So, die Gerätschaften. Ich bräuchte noch so ein Toolrack. Ein Toolrack. Ja, mach klar. Toolrack. Bingo. Ich bräuchte echt noch einen Ofen irgendwo. Für diese außergewöhnlichen Sachen. So, da ist eins. Dann mache ich das zweite einfach hier daneben. Und dann kann das mich alles da hängen. Und den Pott. So, wunderschön. Aufgeräumte Küche. Und irgendwas fehlt hier noch, aber ich bin mir nicht sicher, was hier fehlt. Irgendwas habe ich hier noch vergessen. Wisst ihr was? Ich packe das Zeug erstmal da rein. Vielleicht machen wir da noch irgendwas mal irgendwann. So, wir haben Cheeseburger. Jawoll! Dann können wir mal schnell schauen. Da ist nichts reif. Soja ist noch nicht gewachsen. Tomaten sind gewachsen. Lettuce brauche ich noch. Und ich habe immer noch keine Tür hier raus. Doch, ich habe eine Tür. Ich habe eine Tür. Eins tiefer. Ja, okay, das nächste Mal weiß ich es wieder. Und darf ich nie vergessen, dass das hier immer Abstände sind zwischen den Folgen. Ich werde nicht alles in einem Stück aufnehmen. So, schauen wir auf die Karte. Wo war ich noch nicht? Im Norden und im Westen. Im Südwesten. Da so lang. Dann gehe ich auch mal da so lang. Wenn ich diese Spitzhacken dabei habe, ich glaube, ich war irgendwie im Keller beschäftigt. Kann das sein? Was ist denn da eigentlich noch drin? Ah, perfekt. Gut. Wahnsinn. Ja, prinzipiell könnte ich auch hier sagen, ich nehme das alles einfach mal mit. Irgendwann wird der Tusch dabei sein. Na also. So, drei Stück haben wir jetzt. Ich würde trotzdem noch ganz gerne eine Reise machen. Ich bringe schnell den Spinat weg, den Salat. Ich muss echt mal eine Treppe bauen jetzt hier langsam, dass das hier alles vernünftige Bahnen nimmt. Dieses Fenster hier oben, ich weiß nicht. Weg, weg, weg. Kartoffeln, Barley, Peanut, Chili, Onion, Weizen kann ich lassen. Oranges, Oranges, okay. Gut. Ich brauche irgendwo Platz. Ich glaube, bei Weizen kann ich ein bisschen nehmen. So, Salat ist gepflanzt, das kann hier bleiben. G
gehe ich noch schnell mal zu den Kühen. Hi, Kuh. Da, viel Spaß. Dann gehen wir mal. Vielleicht mache ich auch noch schnell das Glas aus. Weil so viel brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weil sonst fängt er wieder an mit dem Gold dann und da fehlt mir das Gold wieder und ach, kennst du's ja. So. Perfekt. Also wieder eine Reise. Und wenn ich wiederkomme, mache ich um den Weg frei. Das ist ja furchtbar. So, Bett habe ich dabei, Fackeln habe ich dabei, was zu essen habe ich. Oh, na toll. Nimm ich die eine Kartoffel auch mit. So, heute ist ja der 29. glaube ich. Das heißt, es geht sehr stark auf Weihnachten, auf Silvester zu. Könnte ich auch noch Mushrooms anbauen. So rein theoretisch. Oh, Lava. Gut zu wissen. Okay. Kommt dran wahrscheinlich. Mushrooms könnte ich natürlich auch noch anbauen. Dann könnte ich noch bessere Burger machen. So rein theoretisch. Und eigentlich bräuchte ich von denen ja noch ein bisschen was. Also, weil ich brauche noch das Stained Glass für den Ofen. So. Echt ganz schön hier. Bisschen dunkel, aber... Naja. Ich freue mich noch auf die ganzen Botania-Sachen da. Ach Gott, was da alles von uns zukommt. Das ist hier eine Wand. Es ist hier überall so dunkel. Ah, die Sonne geht unter, deswegen. So, ich glaube, das ist Rufus Forst hier. Au. Na, klasse. Ich habe eine Schritte hinter mir. Ja, also, weißt du was, ich packe mal erstmal das so, was ich hier noch erkunden kann und abbauen und, ach Gottchen, das wird noch lustig. So, da ist die Insel. Das heißt, ich gehe einfach mal hier dann schlafen. Sehr gut. Ach ja. Ich glaube, da komme ich. Ja, da komme ich her. Okay. So, das ist eine Schleiminsel, müsste ich auch mal abbauen. Irgendwann werde ich das bestimmt brauchen, das Zeug. Und ja, ich könnte natürlich auch Musik spielen. Aber es ist immer so eine Copyright-Frage. Gibt es jedenfalls ziemlich viel Birkenholz. Pilzbiom. Jede Menge Kühe. Sind richtig viele von diesen Dingern.
Sehr mysteriös. Eine Sonnenblume. Sie ist es, die auch mal gibt. Ich höre eine Spinne. Sehr schön. So, aber hier ist, glaube ich, auch nicht so. Wieso ist denn dann Slime? Ach, der ist runtergefallen, oder? Habe ich das gerade gesehen? Ja, einen Slime nehme ich natürlich mit, wenn ich das kann. Sogar zwei, ja. Na du? Ich mag die Slimes. So. Da ist noch ein bisschen was. Sieht auch arktisch super aus da hinten. Also gefällt mir ziemlich gut da hinten. Einsame Schaf da oben am Berg ist auch so ein Träumchen irgendwie. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ah, schön. Cheeseburger. Das Lebenselixier. Ja. Nehmen wir mal mit, aber weil ich es kann. Ein schöner Berg. Bäh. Bäh. Schön ist hier. Das fällt doch bestimmt nicht auf, wenn ich den Baum eine Idee kürzer mache, oder? Nee. Ach, kleine Spinnen, ich hasse sie. Ich fürchte nur, ich muss hier noch mehr kaputt machen als diesen einen Baum. Alter, ich will jetzt länger. Ich war jung und brauchte das Holz. Nehmen wir den auch mit. Greatwood. Oh. Interessant. War das mit einem Schwert, glaube ich, oder? Nee, mit der Spitzhacke. Aber hallo. Ein Enderschwert, natürlich. Natürlich ein Enderschwert. Was sonst? Geiger. Okay. Jede Menge Zeug, das kein Mensch braucht, vermute ich mal. Apfel, Spinnenei. Alter, ein Sattel, natürlich, ein Sattel. Brot. So. Gut. Eigentlich wollte ich ja das Bäumchen hier wegmachen. So, sonst noch jemand? Na, wie gemein ist das denn bitte? Alter, was für ein Riesenbaum. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht, gell? Nee, gar nicht, okay. Dann lass ich's.
ich das hier noch mit und das Ding. Egal, weiter geht's. Au. Ah, ein Hütchen. Ein Pferd.